Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zum FIFA 18 Let's Play mit Hansa Rostock. Wir haben jetzt gerade momentan 2 Wochen bis zum nächsten Ligaspiel gegen Carl Zeiss Jena. Und die Zwischenzeit möchte ich eigentlich dafür nutzen, in Ruhe ein wenig unsere Spieler voranzubringen. Wir schreiten jetzt erst einmal in der Zeit voran. So. Wir haben einen Scout-Bericht zu Burak Çamoğlu bekommen. Hatte ich den beobachtet? Den hatte ich beobachtet als Rechtsverteidiger. 21, 800.000 Wert und mit einem 66er Wert. Okay. Der war relativ schnell. Ist relativ schnell und in relativ guter Ausdauer, Stärke geht ihn so ein bisschen abhanden. Und wir sollten ja, glaube ich, obwohl, nee, den Verteidiger sollten wir von unserem Jugendteam holen, nicht durch einen Transfer. Ja, gut. Wir gehen jetzt mal noch einen weiteren Tag voran. Halt, stopp! Nur einen Tag wollte ich. Mein Gott. Dann können wir nämlich ins Training einsteigen und dann habe ich mir gedacht, der Evodo, der kommt nicht so richtig aus dem Quark. Und deswegen fliegt er jetzt raus. Und dafür holen wir uns den Jugendspieler hier ran. Das war, glaube ich, wir hatten nur den bisher, ne? Ja, wir hatten nur den. Das heißt, den holen wir uns jetzt dazu ins Training. Als Mittelstürmer, Linksfuß, um den ein bisschen aufzubauen. Und dann nehmen wir natürlich Angriffsszenarios, das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann beginnen wir einfach mal das Training. Wir machen heute ein bisschen Training mit den jungen, mit den jungen Jungs und schauen mal, dass wir da ein bisschen vorankommen, die so ein bisschen pushen. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Jetzt habe ich gesagt, es ist immer neue Aufnahmesession. Bedeutet auch immer, dass ich längere Zeit jetzt nicht gespielt habe. Muss man erstmal wieder so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Aber mit dem Fair, das ist ja auch sehr dankbar hier. Deine Geschwindigkeit. Okay, das war nicht gut. Kann sein, dass ich jetzt hier einen Versuch mehr brauche, als vielleicht vorgesehen. Ach. Ich sollte nicht fummeln, ich sollte einfach die Geschwindigkeit ausnutzen und an dem vorbeiziehen. So, genau. Ich glaube nicht, dass ich hier noch einen A schaffe. Ich Glück habe. Oh, wenn ich natürlich nicht. Oh, ich habe es noch geschafft. Grandios. Okay. Knapp, aber reicht ja. Ich meine, mehr will ich ja gar nicht. Dann mit dem jungen Gesine. Bin ja immer noch sehr angetan davon, dass er tatsächlich auch so viele Jahre bei uns jetzt unterschrieben hat, dass er irgendwie sich mit dem Verein identifizieren kann und bei uns bleibt. Das ist nicht selbstverständlich. Muss ich erstmal hier wieder. Ach, gut, es hat noch gezählt, das Türchen. Falsches Türchen. Wieder falsches Türchen. Mann. So, der zählt. Der zählt. Der muss oben durch. Jawohl. Jetzt schnell unten. Nein, der war zu hoch. Mist. Krieg ich den noch durch? Zählt aber trotzdem nur als B, oder? Das machen wir nochmal. Käse. Ach, ja. So. Nein, warum? 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 Ja, wenigstens noch gezählt. Muss ich eigentlich nur noch von der einen Seite rüber. Das ist eigentlich egal, wie ich den anspiele. Ja, natürlich nicht ins Aus. Am besten. Okay,
okay, das passt. Kriege ich jetzt durch die Sekunden ein bisschen? Ja, okay, das reicht mir. Nächste Einheit. Oh Gott, mit dem Keeper. Das kann ja nichts geben. Theoretisch könnte ich ihn auch noch, ja, obwohl... Was? Ich dachte, ich hätte den gehabt. Was? Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist einfach so ein Glücksding, finde ich. Für mich zumindest. Weil ich krieg's nicht gebacken. Entweder ist das Timing bei mir einfach nur schlecht oder ich verstehe die Steuerung nicht. Das war einfach wieder Glück. Sie legt ihn fast ins kurze Eck. Das ist so. Ja. Und wie soll ich da. Schneller raus kann ich nicht. Und der schließt ja schon direkt ab. Ich versuch's natürlich nochmal, aber. Natürlich wieder das Glück. Er hätte den sogar noch reingemacht. Und warum hält er den nicht? Warum zappelt er da so rum wie so ein komischen Fatzken? Ja, das ist so lächerlich. Als ob er den, als ob er sich da nicht einfach auf den Ball werfen kann und den festhält. Aber seht ihr, das ist jetzt... Ich habe jetzt zwar das A, aber es ist einfach Glück, dass der mich da jetzt ein paar Mal angeschossen hat. Das, ich habe jetzt nichts anderes gemacht, außer in der vorigen Runde. Egal. Mitnehmen. Nächste. So, mit Henning. Man kann die Spieler wechseln, ich kann Spieler wechseln. Okay. Dachte, ich müsste jetzt nur mit Henning. Aber wenn ich wechseln kann, ist okay. Der andere ist Senado, okay. Den hab ich auch schon längere Zeit nicht mehr zum Einsatz kommen lassen, tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Oh, jetzt habe ich mich kurz verguckt. Das haben die sich anders überlegt. Das war jetzt eher ein Fehler von der KI, als dass ich das gut gemacht habe. Ja. Da hatte ich jetzt keine Chance dafür. Gut. Ja, weg. Warum krieg ich keine Punkte? War doch abgewehrt. Oh oh. Oh oh. Ja, da. Das ist, da dauert zu lange dann mit dem Spielerwechsel und dann dem entsprechenden Richtungswechsel noch, wenn ich ihn dann endlich ausgewählt habe. Egal, trotzdem A. So, jetzt kommt der neue. Christopher Kuhn. Unser neues Jugendtalent. Entdeckt von unserem eigenen Scout in die Jugend geholt. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall Linksfuß. Wir setzen erstmal an den Pfosten. Okay. Passgenauigkeit. Hm. Oder lag es jetzt eher an dem Spieler, der da nicht rechtzeitig zum Ball gegangen ist? Hm. Okay. Ist, also gut, man darf natürlich auch nicht zu viel erwarten, weil es ist natürlich ein Jugendspieler mit einem noch bescheidenen Wert. Das müssen wir natürlich noch hochspielen. Jetzt bin ich natürlich... Das war abseits. Ach. Ich komme da nicht vorbei. Hat er wenigstens jetzt gefoult? Nee. Puh. Das gibt auf jeden Fall nichts. Okay, ich glaube, das muss ich definitiv nochmal machen. Und der war gar nicht schlecht. Von Zima. Der Schuss. Okay, der hat gepasst jetzt mal. So. Also der hat einen strammen Schuss, muss man ihm lassen. Mit links. Mit seinem. Gut, ist ja sein starker. Ja, aber. Oh Gott, Zima. Das war gar nichts. Ah, sehr schön zusammengespielt da. Sehr gut. Okay, der Schuss wurde geblockt, aber was soll ich da alleine gegen drei? Das ist. Und Evodo?
Nein, der setzt ihn daneben. Der bestätigt hier quasi die Leistung, die die KI mit ihm im Training schon gemacht hat. Bin bisher nicht überzeugt. Naja. Oh Gott. Kommt der nicht an? Wirklich? War der vielleicht? Der setzt ihn wieder daneben, der Evodo. Nochmal. Kann nicht sein, dass alle ein A bekommen, aber unser wichtigster der Jugendspieler nicht. Okay. Kommt nochmal die Chance. Da steht er eben direkt auf dem Fuß. Da kommt er nicht mehr ran. Komm, nächster Versuch, bevor die Zeit hier um ist. Ich habe hier gar keinen. Ich bin da wirklich alleine auf weiter Flur. Ich darf da eigentlich gar nicht das Tempo erst rausnehmen. Weil die Körperlichkeit geht ihm, glaube ich, bestimmt. Schade. Ich dachte, ich komme vielleicht doch durch. Oh, der Evodo. Der ist ein Chancentod, der Typ. Sorry, das tut mir jetzt leid, wenn ich ihm da. Ich jetzt einfach mal so ehrlich bin, aber hier im Spiel. Ich weiß nicht, wie es in Wirklichkeit aussieht, aber. Ah, sehr schön in die Ecke. Im Spiel ist das gerade gar nichts. Oh, denn. Mit rechts haut er den dann noch an den Pfosten. Ich dachte, der geht sogar rein. Schade. Oh, der muss den gerade doch mal reinmachen da. Nee. Naja, wir verbessern uns. Das ist so das Zero Option, der letzte Versuch jetzt, ne? Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier Gas geben. Kann ja nicht sein. Hey, das ist doch. Was ist denn mit dem Jungen? Guter Versuch. Ja, alleine aus dem Winkel. Da noch ran. Ja, toll. Bin ich nicht vorbei. Das ist, fehlt was. Da fehlt Tempo, bzw. Abschlussstärke von Evodo oder in dem Fall von Zima. So kriege ich die Punkte für den Jungen nicht zusammen. Wenn die anderen da, auch so Chancen vergeben. Na also, der sitzt. Da habe ich schon wieder nur zwei Chancen. Zwei Versuche. Okay, der war gar nichts. Ja, war nicht schlecht, aber war auch nicht gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Naja, gut, die anderen haben ihr A bekommen. Ja, gut. Schauen wir mal. Geben wir dem Jungen ein bisschen Zeit. Dem Jugendspieler. Sich da einzufinden noch. Schreiten wir voran. So, dann wäre das jetzt ja schon das Spiel gegen Jena. Und der Föll, der fragt schon wieder nach einer Chance. Das letzte Mal, als er gefragt hat und wem die Chance gegeben hat, hat er auch getroffen. Vielleicht machen wir das wieder so. Also, wir haben jetzt das Spiel gegen Jena, also zu Gast, also auswärts, dann zu Hause gegen Osnabrück und dann Unterhaching. Das ist zumindest der Rest des Monats, beziehungsweise das, was überhaupt von dem Monat gespielt wird. Ist ja nicht viel, aber ja. Gut. Ich glaube, wir waren... Oben sehen wir eine 81 bei der Zufriedenheit. Wir waren, glaube ich, auch schon mal besser. Weiß es gar nicht. So, wir gucken mal. Was können wir? Und die Vorschau. Gibt es da einen Text zu? Ja. Dritte Liga Vorschau, Karlsruher Jena gegen Hansa Rostock. Karlsruher Jena heißt Hansa Rostock zu diesem Ligaspiel mitten in der Saison willkommen. Hansa Rostock dominiert in dieser Saison die Liga, aber Karlsruher Jena wird heute versuchen, drei Punkte zu holen und den Abstand auf seine Konkurrenten zu verringern. Jena sieht schwere 90 Minuten entgegen. Rostock ist schließlich nicht zuletzt zur Freude von Igel im Moment wirklich in galaktisch guter Form. Und warum sollte sich heute daran etwas ändern? Marc Zimmermann weiß sicher, dass er sich vor der heutigen Gegner gehörig in Acht nehmen muss. Vor allem, wenn er die eher mittelprächtigen Leistungen, die seine Mannschaft in letzter Zeit zeigte, mit einem wichtigen Sieg wieder wettmachen will. So, die ganzen anderen Sachen sind erstmal unwichtig. Das ist auf jeden Fall so die Stimmungslage. Wir sind natürlich irgendwie, oder was heißt natürlich, wir sind Favorit, einfach wegen der Tabellensituation. Wir sehen, Lott hat schon gespielt, ist an uns vorbeigezogen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr Erster, können aber den Ersten wieder zurückholen mit einem Sieg. Und, Jena auf dem 9. relativ ausgeglichene Bilanz mit 4 Siegen, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen.
Auch das Torverhältnis relativ ausgeglichen. Ja, es ist wieder so eine Wundertüte. Schauen wir mal. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Wir waren ja in guter Form. Und das heißt, ab der nächsten Folge geht's weiter gegen Jena. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.